Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Cosmodin. Folge 10 ist es, glaube ich, schon. Also verrückt, wie schnell das ging. Und da ich ja irgendwann mal, da ist die, nee, das ist doch keine Barke, gesagt habe, wir machen so 10 bis 15 Folgen und schauen dann mal, wie es uns gefällt, ob die Serie noch weitergeht. Ihr dürft mal raten, ob ich noch genug Freude daran habe. Also es ist Wahnsinn. Es macht super viel Spaß und Entschuldigung. Dementsprechend geht das Ganze natürlich noch weiter. Ich bin so gespannt auf größere Schiffe und andere Systeme. Was sich immer wiederholen wird, sind, glaube ich, so diese Missionen. Das ist nicht wirklich so, dass es da bislang große Abwechslung gibt. Aber ganz ehrlich, man hat ja Abwechslung einfach dadurch, dass sich die Schiffstypen ändern, dass sich die Waffentypen ändern und es gibt noch Waffen. Ja, ich freue mich drauf, auf das, was da noch so ein bisschen auf uns zu rollt, was da noch auf uns wartet. Es war der nächste, wir reparieren gerade wieder. Ein paar wenige Schäden. Ja, fliegen wir dahin, dann können wir dann die Piratenbasis gleich machen. Das klingt jetzt schon so, als ob wir das von alleine. Ja, nee, der fliegt in eine andere Richtung. Als ob wir das so nebenbei machen. Das ist natürlich nicht so. Das haben wir auch in der letzten Folge gesehen, ne? Also, ne? Hochmut kommt vor dem Fall. Das dürfte eine Barke sein, oder? Nee, das ist nochmal Kohlenstoff. So, das müssen wir abbauen. Dann machen wir doch schon mal, wenn wir jetzt gerade hier sind, decken wir den Teil des Nebels hier noch auf. Und machen dann das. So, unser Loot-Schiff hat mittlerweile alles ausgeladen. Platz ist noch genügend da. Was haben wir? Ach, das sind Spulen alles, ne? Oh mein Gott. So viele Spulen. Ihr seht das hier jetzt übrigens, ne? Wie die nur aus dem kleinen Reaktorkern die Energie in die Maschinenräume rüberbringen und zu den anderen Sachen nichts machen müssten. Ne? Und auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen mal manövrieren, da passiert nichts, außer die Energie dahin zu bringen und das funktioniert. So, ich glaube, das hat uns, glaube ich, gerade schon getroffen. Da war ich jetzt wieder sehr unvorsichtig. Ja, haben auch ein bisschen Schaden bekommen. Nicht viel, aber reicht, dass ich mir denke, da müssen wir wieder ein bisschen vorsichtiger werden. Oh, stopp. Es sind noch nicht alle an Bord. So, jetzt aber. Was ist denn das hier für ein Flugverbund? So, was passiert hier? Ach, die kämpfen gerade miteinander. Oh. Und dann sammeln wir das doch mal eben ein, oder? Ja, es gibt ja auch noch Fraktionen hier, ne? Das Thema haben wir bislang noch gar nicht behandelt. Man kann ja jetzt auch sich, ja, ich glaube nicht, dass man sich irgendeiner Fraktion wirklich anschließen kann in dem Sinne, aber man kann natürlich schon sagen, indem man die eine unterstützt und gegen die andere kämpft, schlägt man sich schon auf die eine Seite und wahrscheinlich würde dann auch der Ruf bei der einen Fraktion deutlich. Was ist das für? Das sieht interessant aus. Aber ich glaube, wir haben, nee, doch nicht. Ich dachte gerade schon, wir hätten das geteilt, das Schiff. Ja.
lassen. Wir sind doch ziemlich empfindlich, ne? Also, wenn wir aus einem bestimmten Winkel getroffen werden, dann kriegen wir schon immer gut aufs Maul. So, jetzt wird es wieder spannender. Wir fliegen mal dahin, wo der jetzt in Reichweite war, um zu gucken, kommt der nochmal so nah ran. Ein bisschen näher. Jetzt so. Dem geben wir mal mit der Railgun. Was ist das? Eine Rakete. Ach, da hinten schießt der Raketen raus. Okay, Raketen sind auch interessant. Ach, ich war noch auf der schnellen Geschwindigkeit. Mist. Ne, aber wir haben hier dank unserer Abwehrgeschütz, würde ich gerade sagen, wehren wir die Raketen ab. Ja, teilweise tun wir das auch. Hat man da jetzt wieder gesehen. Aber nicht immer. So, während unsere Railgun hier schon guten Schaden macht. Ich würde so gerne noch eine viel größere Railgun bauen, die noch länger ist, weil dann hat das Ding noch mehr Tempo. Macht sicherlich noch mehr Schaden. Hat noch mehr Durchschlagskraft. Ich kann das gar nicht abwarten, also mal so eine riesen Railgun zu bauen. Ich denke, Looten sollte drin sein. Da sehen wir jetzt wieder vier starre Geschütze. Okay, der war ein bisschen übermutig, glaube ich. Da so direkt reinfliegen, puh, da gehört dann schon was zu. Okay, Q ist wieder an Bord. Der schwirrt da die ganze Zeit rum. Dann fliegen wir mal in die Richtung. Ja, wir machen es mal so, fliegen nach da. Da ist er. So, was haben wir denn hier? Das ist das gleiche Schiff wie gerade, ne? Mit den Raketen hinten drin. Der hat auch wieder schon welche abgefeuert. Fliegen wir mal so nah ran, dass wir nicht nur die Railgun in Reichweite haben. Okay. Easy. So, und jetzt kommt gleich wieder der Rest nach bekannten Prinzipien mit Railgun aus der großen Entfernung. Ich freue mich wirklich darauf, wenn wir hier anspruchsvollere Kämpfe bekommen. Da war ich jetzt schon mal wieder vorsichtig und es ist eine Raketenplattform, wenn die jetzt. Es gibt auch Atomraketen übrigens, ne? Also wenn da jemand Atomraketen abschießt und die treffen. Das ist mir schon mal passiert, als ich so ein bisschen für mich gespielt habe. Das ist kein Spaß, das kann ich euch sagen. Das ist ernst. So, liebe Plattform, da seht ihr jetzt, wie wir die auseinandernehmen. Also, ja. Was soll ich sagen? Das war jetzt nicht schwierig. Das Schwierigste ist, glaube ich, die Schiffe, die man da teilweise hat, ne? So, da müssen wir looten. Wo geht's als nächstes hin? Nach dort. Schön wäre, wenn wir hier noch eine Hypersprungbarke in der Nähe finden, aber das war uns noch nicht vergönnt. Ich
viele Asteroiden, ne? So viel zu dem Asteroidengürtel, was ich sagte. Okay, der eine hat sich genau in die Schussrichtung gestellt. Und hat quasi das ganze Feuer gefangen. Auch nicht schlecht. Okay, ich glaube, wir haben schon wieder... Das war wahrscheinlich auch mal ein Schiff. Ja, wir haben volles Inventar. Was machen wir da jetzt mit? Ich würde mal sagen, wir fliegen den Bereich nochmal ab, ob wir nicht da noch eine Übersprungbarke finden. Dann fliegen wir hier rum, ob wir eine finden. Und dann holen wir unser Loot-Schiff da ran. Ist das eine? Das ist eine Station, oder? Ja. Fliegen wir noch mal kurz hin und sagen Hallo. Teile für eine Rakete können wir verkaufen. Wir können den Stahl verkaufen. Hm. Ja, das war ein bisschen zu viel. Spulen, Hyperspulen behalten wir. Triebstahl, den Rest behalten wir alles. Könnten wir zu der Basis springen? Ich weiß nicht, ob das ein gültiges Ziel ist für einen Hyperjump. Ja, geht. Dann machen wir das doch mal. So, alles verkauft. So, du fliegst dem jetzt hinterher. Gehen wir erst noch mal hier rum und wie gesagt gucken nach einer Barke, aber die scheint nicht da zu sein. Dann geht es jetzt dorthin. Und dann darf unser Loot-Schiff arbeiten. Alles können wir hier bauen. Bei mir kommt gerade noch ein Gedanke. Man kann doch auch grundsätzlich so eine Station übernehmen, oder? Das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Schiff auch, ne? Was geht? So, und jetzt können wir das Ding steuern, reparieren. Nicht verbunden. Ach so, wir müssen das so machen. Okay. So, wo hat das Ding jetzt? Da ist das Cockpit. So, was haben wir hier zum Inventar? 19.000 Munition. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt, was wir jetzt machen können, wir können jetzt Ressourcen übertragen zu unserer Toothpick, und zwar die ganze Munition. Ah, wir haben keine Luftschleuse.
warum sind denn hier so viele Leute jetzt an dem Schiff? Einer. Naja, aber da waren noch voll viele gerade, oder? Achso, das sind vielleicht von einem anderen Schiff. Welche, die... Halt zum Abbrechen. Genau, ich möchte ja jetzt nicht mehr die Station zerlegen, um Gottes Willen. Oh, wir haben zu wenig. Ja, aber Moment, wir haben doch garantiert hier jede Menge. Ah ne, das haben wir gerade verkauft, ne? Das vorher alles gewusst hätte. So. Dann folgendes. Wir können ja auch hingehen. Oh, stopp. Wir wählen die Station nochmal aus. Baumodus. Und jetzt können wir ja Sachen hier erstmal. Ach, STRG. Hm? Ist aber auch kleinlich, das Schiff hier. So, wenn ich die jetzt alle zerlege. Jetzt könnten wir nämlich schon mal hingehen und sagen, wir reparieren hier alles. Dann können wir sicherlich hier effizienter die Sachen verteilen. Oh mein Gott. Glaube ich, noch mal gut gegangen. Ja, gab nur einen leichten Schaden. Oh mein Gott, das hätte jetzt böse ausgehen können. So, liebe Station, was wollte ich gerade machen, als dieser Angriff dazwischen kam? Ich habe es vergessen. Ach so, genau, ich wollte hier an diesem Schiff gucken. Was habe ich denn da gemacht? Habe ich Hyperantrieb da und da? Das ist natürlich totaler Quatsch. Da sollen natürlich Lager sein. Weil die beiden Hyperantriebe... Ich habe das wahrscheinlich gespiegelt und dann auch nach dahin gebaut. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Dürfte in der letzten Folge passiert sein. Und jetzt haben wir hier auch wieder ein bisschen mehr Speicherplatz. Und wir probieren jetzt nochmal Ressourcen zu übertragen. Zur Toothpick. Ja, was machen wir mit dem Ding jetzt hier? Das kann man ja theoretisch auch komplett zerlegen. Ne? Also wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir verkaufen das Ding hier, dann gibt es hier das ganze Zeug zurück. Und jetzt kann ich, glaube ich, hier, das habe ich noch gar nicht benutzt, aber den Pinsel vergrößern. Na, und so könnte ich jetzt, wenn ich da jetzt draufklicke,
immer den ganzen Bereich verkaufen und so kriegt man das Ding halt rucki-zucki verkauft und die Ressourcen werden dann auf, ich glaube, auf die Schiffe oder in die Lagerräume übertragen. Genau, jetzt haben wir hier wieder Stahlspulen, die Sachen, die wir gerade durchs Zerlegen bekommen haben. Ja, Munition haben wir gleich reichlich. Das Schiff wird tatsächlich jetzt schon zu klein. Also, was natürlich geht, eigentlich war der Bereich hier ja mal für mehr Fabriken vorgesehen, aber man kann hier auch natürlich für den Moment erst noch mehr Frachträume drin unterbringen. Ne? Das geht natürlich. Mehr Lager, mehr Speicherplatz. Mehr Lagerplatz. Speicherplatz ist was anderes. Bisschen fehlt noch. Ach so, Lagerplatz, der nicht leer ist. Die Station wird schon deutlich kleiner. Na. So. Jetzt können wir ja das eine Kuhmitglied, das wir hier haben, wieder zurückschicken. Das Schiff hier müssten wir ja trotzdem noch. Ich halte doch STRG gedrückt. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Aber wir können das ja mal eben in die Richtung drehen. Von dem Rest, der noch da ist. Und dann sagen wir dem hier mal eben. Huch. Feuer, das Ding lebt immer noch. Feuer frei. Ernsthaft? Dann soll es da bleiben, in Gottes Namen. Geben wir dem mal eine Gruppe, Nummer 1. So, jetzt hat's Feuer eingestellt, glaube ich, ne? Du darfst nochmal den Rest hier einsammeln. Das ist hier nochmal ein bisschen... Okay, dann haben wir das erledigt. Ich lasse, glaube ich, das Schiff noch mal lieber eben hier, bevor wir, bis wir alles eingesammelt haben, um es dann
ist gut. Um es dann weg zu manövrieren. Oh Gott, das ist nochmal zu viel Munition. Das einfach damit es nicht ungeschützt hier rumsteht, ne? Das wäre nix, was man machen sollte. So, jetzt sind wir wieder safe. Wir können hierher springen. Und für dich geht's jetzt da oben weiter. Munition verkaufen lohnt sich nicht. Da gibt es so wenig Geld für. Lassen wir da jetzt halt drin. Bedeutet, wir müssen auch erstmal nicht unbedingt eine Munitionsfabrik bauen. Übrigens würde mich da jetzt mal interessieren, das kommt mir alles so vor, als ob das so nicht ganz richtig ist. Liegt das an der Mod mit dem mehr Speicherplatz? Bedeutet das jetzt, dass ich, wenn ich das 10-fache an Speicherplatz habe, dass ich auch immer das 10-fache an Loot bekomme? Das wäre ja schon dann irgendwie ein bisschen over the top, oder? Das würde ich auch tatsächlich eher doof finden, wenn das tatsächlich so ist. Weil dann hätte ich es ja sehr viel einfacher, als ich es hätte haben wollen. Übrigens ist dieses Schiffchen, um euch das mal zu zeigen, ne, wenn man das sieht. Oh, das schafft auf dem kurzen Stück nicht mal die Top-Geschwindigkeit. 52,8 Meter pro Sekunde. Also das ist auch noch recht flott, das Teil. Und auch ziemlich gut im Manövrieren. Und wenn ich hier kleine oder normale Schubdüsen gegen die großen austauschen würde, wäre es noch schneller. Dann ist zwar nicht mehr ganz so wendig, aber nochmal eine ganze Ecke flotter. Bin ich da jetzt ernsthaft dran vorbeigeflogen? Wollte doch gucken, Uran abbauen. So. Das ist schon erledigt scheinbar. Also die Gegner in dem Asteroidenfeld. Hier ist noch eine Piratenbasis, ne? Wird das schon gerne noch heute erledigen, alles die Sachen hier abgrasen, die Gegner, obwohl es ist noch einiges, ne? Ah, oh nein, ich habe 4 Crewmitglieder verloren und ich glaube, die sind schon erstickt, oder? Also die Roboter hatten keine Energie mehr, meine ich. Das sind ja Roboter. War ich wieder unaufmerksam. Mist. So, der nächste bitte. Okay, sind alle da. Weiter geht's. Habe ich gerade eigentlich... Nee, ich wollte gerade sagen, als ich festgestellt habe, da fehlen ein paar Leute, wollte ich eigentlich sagen, ich würde gerne in der nächsten Folge nämlich in diesem Bereich hier fliegen, in der Hoffnung, dass wir da dann deutlich mehr... passende Gegner bekommen.
weil das hier ist ja schon eher, ja, ne? Gegner trifft da jetzt nicht auf alles zu. Ich bin sogar gerade gewillt, das zu riskieren, mit unserem Loot-Schiff hier alleine hinzukommen. Da hinzufliegen. So, jetzt muss es noch da. Was ich aber dann vielleicht mal eben machen. Es gibt doch auch schnell speichern, oder? Ah, STRGS. Schnelles Speichern. Huch. Eieiei, jetzt erwischt er uns. Oh. Schnell drehen. Ich muss erst meine Kuh wieder einsammeln. Gut, dass ich schnell gespeichert habe. Das war zwar eigentlich für einen anderen Fall gedacht, aber ich war bei einer großen Klappe, ne, wenn ich dann anfange, die Gegner zu unterschätzen. So, jetzt machen wir erstmal langsam und knöpfen uns den hier vor. Das ist jetzt mal der erste. Auf normaler Geschwindigkeit sind da die Köpfe auch nicht ganz so schnell vorbei. So. Jetzt können wir hierher fliegen, aber da unten ist schon der nächste Gegner. Ja, und tatsächlich hat er uns auch im Visier oder wir sind in seiner Richtung. Ja, aber das ist ja eigentlich... Konnte der uns denn gerade mit seinen beiden Standardkanonen vernichten? Na gut, er ist ziemlich stark gepanzert, aber... Das war's. So, und du bist noch auf dem Weg. Okay. Diesmal nehme ich die Variante, die wahrscheinlich schneller geht. Wir bauen einfach alles ab. Gucken, ob der Lagerraum reicht. So, jetzt den, dann die Piratenbasis und dann die beiden. Das ist so ärgerlich. Haben wir die jetzt noch wieder zurückbekommen? Ja, Gott sei Dank. Verlassene Schiffe. Ach so, das hätte ich vielleicht gerade sehen sollen. Ne? Gelegentlich wirst du Schiffe entdecken, die von ihren Crews verlassen wurden. Von diesen Schiffen kannst du Ressourcen bergen, wie bei jedem Schrott, aber du kannst auch die Kontrolle über sie übernehmen und sie zu deiner Flotte hinzufügen. Wenn du die Kontrolle über ein verlassenes Schiff übernehmen willst, klicke auf die Schaltfläche und wähle die Option Crew entsenden. Ja, das kennen wir ja. Wähle anschließend, wie viele Crewmitglieder du auf das verlassene Schiff entsenden willst. Ja, klicke auf die Schaltfläche entsenden, einleiten und eine Crew zu entsenden. Ja, okay, das ist ja schon bekannt. Das kennen wir ja schon.
müssen tatsächlich auch mal wieder ein bisschen was reparieren. Wie läuft's hier? Vielleicht machen wir erstmal die kleinen Plattformen. Der Lagerplatz ist schon echt voll, ne? Alle an Bord, dann. Na komm, wir fliegen mal eben zu dem Signal. Und dann machen wir die Piratenbasis doch als letztes. Ich weiß nicht, ob wir das alles markieren müssen. Wieso? Ach so, weil da gerade niemand an Bord ist. Okay. Ich wunderte mich gerade. Warum das Schiff sich nicht bewegt. Aber ohne Leute, die die Antriebe bedienen, hier unten, ne? Ist das halt schwierig. Aber da könnte ich natürlich auch noch Rollen für erstellen, aber das wollte ich. Nee, das ist eigentlich nichts, was ich in dieser Folge vertiefen möchte. Das sparen wir uns noch ein wenig auf. Fliegen wir nah ran, dass wir mit allem schießen können, was wir haben. Mit so einer großen Crew geht das echt schnell. Nee, nicht zu nah ran. Oh, wir haben jetzt das Ding abgeholt. Also ich vermute, wenn man das Ding auseinander nimmt und nicht die Ressourcen einzeln einsammelt, dass man dann nicht, also man kriegt so, glaube ich, weniger raus auf die Variante, wie wir es jetzt gemacht haben. So, jetzt können wir wieder zu unserer Station springen. Schön nah ran, dann sind wir. Bilde ich mir ein, sind wir besser geschützt. Ob das wirklich so ist? Keine Ahnung. STRG ist schnelles Speichern. Das machen wir jetzt nochmal. So. Nah ran, volle Breitseite. Okay. Jetzt warten wir mal eben. Okay, da kommt niemand. Dann können wir auch looten. So, auch da volles Programm drauf. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch drei. Oh Gott. Das ist aber anders als das, was wir bislang kannten. So, gucken wir mal, ob da jemand. Das war knapp. Okay, Stiletto. Stiletto kann jetzt auch nicht so viel. Na,
machen wir mal der Reihe nach, nicht alles auf einmal, weil die waren gerade schon gefährlich, gefährlich nah dran. Dass wir im Zweifelsfall die Kuh schnell zurückholen können. Okay, jetzt sind wieder alle da, dann nähern wir uns mal so hier langsam an und dann sollte doch gleich mal eins in Reichweite kommen. Oh. Nur eine Kleinigkeit, aber na gut, dass das jetzt den Unterschied gemacht hätte, ist sehr unwahrscheinlich. So, was ist mit euch? Wollt ihr nicht mehr? Naja, ihr verhaltet euch eigentlich taktisch klug. Ich würde es ja wahrscheinlich nicht anders machen. So, jetzt haben wir Nummer 1. Voll drauf. Und das andere ist taktisch schlau. Allerdings waren wir auch nicht dumm. So. Looten bitte. Oh. Ja. Ich denke, dass das so ja eigentlich Schiffe waren mit relativ wenig Feuerkraft. Da ist ein großer Asteroid, aber von da aus sollten wir treffen können. Mensch, Mensch, Mensch. Krillo und seine Kuh, das ist auch echt ein Thema für sich. Da könnte man Bücher drüber schreiben. So ähnlich wie Balu und seine Kuh. So, vernichtet. Ich sehe gerade, wir müssen von hier aus schießen. Und erledigt. Damit jetzt so dahin fliegen. Wird schon schief gehen, oder? Wir beginnen hier schon mal. So, der Rest ist für dich. So, und jetzt gehst du dahin Missionen abgeben. Okay, der kann nicht alles mitnehmen. Dann ruf mal eben deine Kuh zurück. Dann spring nach da, verkauf ein bisschen was und dann fliegst du da wieder hin. Ja, Station rufen, da. Raketenteile verkaufen, wir verkaufen den ganzen Stahl. Großteil der Spulen, Reaper-Spulen-Teil. Und den Rest behalten. Wir sind schon wieder 170.000. Ich glaube, wir werden jetzt die 1 Million knacken. Station rufen. Hallöchen. So, ich hätte so ein paar Missionen abzugeben. Nee, das ist da, glaube ich, jetzt noch gar nicht einkalkuliert, ne? So, wir können Crewmitglieder anheuern. Jetzt sind wir schon auf 60. Und ich glaube auch, du kannst ein bisschen was verkaufen. Ja. Oh, so viele Spulen, ne? Wahnsinn.
Nochmal 68.000. Hat das Schiff hier alles transferiert? Wir sollten vielleicht nochmal ein paar Ressourcen übertragen. Dass wir genügend Munition auf dem anderen haben, ne? Ich habe jetzt noch, man kann hier bei dem Schiff sehen, guck mal hier, dass das mal teilweise anders aussah. Ich habe das noch gar nicht beachtet, dass ich die so schön hier auch ja, anmalen kann. Das sollten wir vielleicht noch mal machen. Oh, die Piratenbasis habe ich gar nicht markiert, aber die wird da gewesen sein. So, mit dem können wir jetzt noch mal hier ein bisschen absuchen. Müssten wir eigentlich auch den Schiffsfriedhof uns noch vornehmen. Das will ich vielleicht nach dieser Folge machen, weil ich möchte in der nächsten Folge in ein anderes System. Vielleicht würde ich nach der Aufnahme gleich noch so ein bisschen den Schiffsfriedhof abgrasen. Gucken, ob wir da noch Triebstahl oder sowas bekommen können. Unser Geld passt halt überhaupt nicht zu dem, was wir an Crewmitgliedern haben. Wenn wir mehr Crewleute hätten, könnten wir schon viel größere Schiffe bauen, aber haben wir halt nicht. Deshalb müssen wir dann... Ja, da war durchaus so ein bisschen was damit vorlieb nehmen, was wir haben, ne? So, was gibt's denn hier Schönes? Achso, eine Barke. Okay, Übersprungbarke. Okay, das... Oh, Mist. Da wollte ich hin. Ich wollte das Schiff näher daran bringen. Bräuchten ja auch mehr Crewmitglieder, ne? Das ist halt relativ langsam und dadurch, dass ich die hier abkommandiert habe, die Laser zu bedienen, weil das sonst ja, quasi nicht funktioniert. Ja, die Version 3.0 unseres Loot-Schiffs wird, glaube ich, nochmal ein bisschen besonderer. Eigentlich könnten wir ja schon anfangen. Habe ich hier jetzt eigentlich alle Piratenbasis-Missionen abgegeben? Oder habe ich noch welche, die ich vielleicht an der anderen Station abgeben kann? Ne? Wir fliegen mal eben zum Fragezeichen, dann gucken wir uns das noch an. So. Beginnen wir mal dort. Ne? Barke oder was haben wir hier? Ja. So, Hypersprung nach dort geht nicht. Da müssen wir erstmal nach da einen Sprung machen. Das geht. Dann geht es weiter nach dort. Dann funken wir doch mal die Station an. Ah ja, da ist die. Nächste gibt es da noch. Naja, immerhin gibt es noch mal 10 Ruhm. Oh, aber gleich 6 Leute dazu. Missionen sind alle erledigt. Hm.
Das sieht recht groß aus, oder? Ich würde dich mal sagen. Ja gut, dann sind wir wieder durch. Wieder 50 Minuten, ja. Es geht, glaube ich, nicht anders bei diesem Spiel. Ich soll es gar nicht erst versuchen. Obwohl, vielleicht sollte ich es weiter versuchen. Dann bleiben wir wenigstens unterhalb einer Stunde. Ist ja auch was Gutes. Also, ne? Wir sind durch für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir gerne einen Kommentar, lasst gerne ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.